Moin, in diesem Video zeige ich euch wieder richtig geile Matches aus der Dragon Ball The Breakers Beta. Zu Beginn unterhalte ich mich mit meinem Kollegen noch über die letzten Runden. Die sind im Gameplay Teil 1. Schaut mal oben rechts, ich verlinke es euch. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut da auf jeden Fall noch rein. Und damit viel Spaß beim Video. Wie? Sag mir nur, wie hat er mich gefunden, Alter? Was? Er hat meine Kapsel zerstört? Wow! Oh mein Gott, was für ein Escape! Oh mein Gott! Achso. Ich gehe ins Wasser, ja? Das bist du? Ja. Du warst die ganze Zeit Roland. Ich dachte mir schon, hä, wo bist du denn bitte? Geil. Habe ich dich getötet? Tatsächlich nicht, nein. Ich habe die ganze Zeit den anderen Roland getötet. Einmal hast du mich getötet, als ich in dieser Höhle war. Und weißt du, was das Witzige daran war? In dieser Höhle war noch ein Olong, der als Vase getarnt war, die du nicht gesehen hast. Der hat mich direkt wieder hochgeholt. Und ich dachte mir schon, hä, warum lebt er auf einmal wieder? Oh mein Gott. Als Vase. Ja, das war was so macht geil. Was macht eine fucking Vase in der Höhle? Warum habe ich nicht daran gedacht? Ja, aber mein größtes Problem mit der Runde war halt einfach, ich habe irgendwie nicht so den Zeitpunkt gefunden, um dich aktiv anzugreifen, weißt du? Ja. Ich habe irgendwie mehr Angst vor der ersten Form von Freezer als von Cell. Hä? Ja klar, logisch. Der ist halt im Early Game viel, viel stärker, ist ja klar. Ja. Oh, hätte ich noch ein bisschen mehr Leben gehabt, hätte ich gewinnen können, Mann. Aber ihr habt das halt so gut gemacht. Ja, das war schon echt strong gemacht. Wir haben halt wirklich auf den richtigen Moment gewartet. Und bei einem anderen Boss wären die wahrscheinlich, während der Level 4 war, mit einem Level 1er Charakter drauf gegangen. Oh. Scheiße. Junge! Ach du Scheiße, der hat gerade die ganze Zone. Scheiße. Wie? Sag mir nur, wie hat er mich gefunden, Alter? Was? Er hat meine Kapsel zerstört? Wow! Oh mein Gott, was für ein Escape! Oh mein Gott! Junge, was war das bitte für ein Escape? Alter, wie close. Junge, ich war schon tot. Ja, ich war keine Überlebende. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, also diese Rakete hat auch nicht so eine lange Dauer. Aber es ist halt schon cool, muss ich sagen. Also es ist schon super praktisch. So ein Olong mit Kaioken-Angriff wäre aber auch. Nein, die kämpfen gerade über dem Haus, wo ich mich verstecke. Bitte macht er das Haus kaputt, bitte.
Egal, ich bin jetzt auch Level 2. Ich könnte sogar kämpfen. Ich bin auch Nein, Level bitte. 2, aber hab keine Ablenkzeit. Ach, scheiße. Bitte mach das Haus nicht kaputt, bitte. Oh, die sind ja ganz in der Nähe hier. Ey, das gibt's doch nicht. Ich verstehe nicht, wie kann er mich immer spotten? Er weiß immer, wo ich bin, ne? Das verstehe ich einfach nicht. Ich heil mal diesen Typen. Ja, vielleicht kann ich auch hochgeholt werden. Ja, wir heilen Ich glaube, ich werde gleich schon geholt von Penn. Mhm. Der wartet, glaube ich, gerade nur noch, ob der wirklich weg ist oder ob ich mich abkämpfe. Oh, er macht die Zone kaputt. Ja, er macht die Zone kaputt, wo ich drin lieg. Der. Ah, Mann. Scheiße. Ja, vielleicht lieg ich jetzt gleich irgendwo anders. Warum rennen die in die Zone rein? Kommt raus! Hier, nimm das. So, lieg ich irgendwo? Ja, ich lieg noch irgendwo. Hä? Vielleicht kann ich geholt werden. Ah, du liegst da, warte, schuldig. Oh, ich mach so schnell jetzt. Fuck, der Typ hat mich gesehen. Ich glaube, das bin ich gar nicht, oder? Hey, bei mich. Oh doch, Alter! 3 Sekunden! Wenn's unterbrochen wird, bin ich tot. Oh, ich glaube, der Boss kommt. Und ich bin gerade noch Level 2. Er ist da! Er sieht mich! Ich hau ab. Ich will nicht wieder sterben. Nein, bitte! Und er hat mich. Ich hasse es! Ja, der Typ ist wirklich saustark, ey. Alter. Der Typ hat echt. Seitdem die Beta rausgekommen ist, hat er nicht einmal die Sonne gesehen. Wiederbelebt, gut. Ich komme auch zu dir, ich kann dir helfen. Vielleicht schaffe ich es noch rechtzeitig. Oh ja, da bist du. Ja, geil, perfekt. Krieg noch die Punkte dafür. Weil man steht einfach nur Agi so belebt, Akuta wieder, obwohl der andere Typ die meiste Arbeit davon geleistet hat. Diese Abklingtränke oder wie die auch heißen, sind halt so wichtig. Diese Zeni, bleiben die eigentlich auch für die nächste Runde? Nein. Also schmeißt da alles raus an Geld, was du hast. Ja, mach ich. Ich dachte mal, die bleiben für die nächste Runde, wie Lost. Nee. Nein, der Boss ist schon wieder hier. Na, ja, ich bin tot. Ja gut, jetzt kann ich dich wahrscheinlich nicht mehr aufkratzen. Und der ist schon Stufe 4. Ach du Scheiße. Das wird kritisch. Ja, es läuft darauf hinaus, dass wir gleich über die Notfallkapseln abhauen. Und der eine Typ rennt mir die ganze Zeit hinterher, ne? Oolong als Charakter ist halt schon ein bisschen, also der ist halt schon gut als Charakter eigentlich. Der ist halt klein, kann sich noch wegkommen. Ja, wegen dem Verstecken ist halt heftig. Das ist so ein kleines Character Model. Mann, mir fehlt noch ein ganz klein bisschen Energie, ne? Liegt da noch was drin? Scheiße. Was? Shenlong wurde gerufen? Okay, das könnte das Spiel drehen. Lebst du noch? Mit
Nein. Okay. Was hat er sich gewünscht? Ach, er ist unsterblich. Er hat sich Unsterblichkeit gewünscht. Scheiße, ich dachte, das wäre unser Shenlong. Fuck it. Was? Das geht? Ja, klar, hab ich doch gesagt. Hä, wann hast du gesagt, dass er sich Unendlichkeit wünschen kann? Unsterblichkeit. Unsterblichkeit. Ja. Gestern irgendwie. Oh, okay, ich bin Stufe 3. So, wo ist die Notfallkapsel hier in dem Bereich? Wo ist die? Ich weiß nicht, wo die Notfallkapsel ist. Scheiße, ich sehe sie nicht. Hat man sich wirklich Unsterblichkeit gewünscht, dann hat man ja gewonnen. Scheiße. Hä, bin ich so blind, dass ich es nicht sehe? Der ganze Himmel ist halt rot. Ich sehe was Grünes, aber nichts Blaues. Oh mein Gott. Hä, ich kann mich hier nirgends ich kann hier nichts machen. Lol, hier liegen Dragon Ball. Warum liegen hier Dragon Balls? Hä? Ach so, ich glaub, weil die Superzeitmaschine nicht kaputt gemacht hat. Lol. Ja. Da muss er die jetzt erstmal zerstören. Oder der geht einfach direkt auf den Speil. Also wenn er versucht, auf uns beide zu gehen, werde ich versuchen, so lange auszuhalten, damit die Maschine noch fertig wird, ne? Oh ja, der eine ist tot. Der Typ ist halt wirklich so gut. Ja, der zerstört das Startsystem. Ja, das war zu erwarten. Aber das ist sehr gut für dich. Ich kann leider deinen Namen nicht lesen, da du einen für mich unverständlichen Namen hast, aber hi, willkommen im Stream. So, ja, der darf ruhig das System zerstören. Das war ja von Anfang an der Plan. Hä? Warum wurde ich nicht... Oh nein, oh. Hä? Oh mein Gott! Oh, da kommt er! Oh mein Gott, ich bin raus! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Junge! Wie knapp war das denn? Alter. Oh mein Gott! Ich glaube, der ist gerade richtig sauer. Oh mein Gott! Oh, alles Gold! Oh, nice! Ach du Alter, Scheiße. Was war das bitte für ein Escape, ey? Ja, ich bin kein Boss. Oh! Nein! Ich bin mal mute! Nein! Oh, sehr schön. So. Oh, wir haben ziemlich viele Starke. Also ich muss auf jeden Fall auf diesen Linky gehen. Der muss weg. Aber ich habe jetzt meinen Superschurken fast auf 15. Es dauert nicht mehr lange. Dann habe ich das schon mal abgeschlossen. Okay, also, pinke Haare. Die muss ich anvisieren. Die muss weg.
Okay, also Nummer 2 und Nummer 3, die müssen weg. So schnell wie möglich. Gut. Attacke. Okay. Wir werden sehr wahrscheinlich wieder da hinten in die Richtung sein. Ja, da sehe ich schon was. Gehen wir direkt mal hier unten hin. Gib mir bitte einen Dragon Ball. Du hast keinen. Stopp. Dragon Ball, odashi nasai. Dragon? Nanda sasa? Yo, arimasen. Komm. Vielleicht kriege ich hier ein Dragon Radar. Natürlich nicht. Ich hab doch hier irgendwo einen laufen hören. Gib mir einen Dragon Ball. Oh, danke. Ein Dragon Ball. Sehr schön. So. Oh. Mies. Als ob hier einfach keiner ist. Ich hör's doch da laufen. Mies. Ey, das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich werde hart geprellt von dem einen Typ hier hinten. Oh. So, Stufe 2. Ach du Scheiße, sind die schnell fertig. Oh, da laufen sie. Da waren sie gerade noch in der Stadt. Okay, ich muss die da jetzt wirklich abfischen. Die werden jetzt alle im E-Gebiet sein. Oh, ich habe mich verdrückt. Oh mein Gott. Okay, der hat sich jetzt schon verwandelt, gezwungenermaßen. Der lockt mich halt jetzt weg, ne? Ja. So. Oh! Der hatte Dragon Balls. Ah, zwei Stück. Ich muss auf jeden Fall wieder in den E-Bereich. Die werden hier massiv suchen. Da ist schon einer. Hello there. So, hier war auch irgendwo der nächste. Ah, shit, werde ich abgelenkt von Yamchu. Es ist einfach Yamchu, ey. Oh, was? Der ist schon Stufe 3? Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Ah!
Vergiss es, meine Dragon Balls. Schwinde. Wer ist denn da? Oh, der ist schon Stufe 3. Oh, sie haben E. Ich muss es auf jeden Fall verhindern, dass sie den Kraftschlüssel aktivieren. Ich glaube, das ist auch an der Stelle. Ich glaube, gesehen zu haben, an welcher Stelle sie es platzieren müssen. Sehr schön, Stufe 4 und ich habe einen Dragon Ball. Ich hab da was gehört. Jawohl, da ist er. Komm, weich doch dem hier aus. Los, weich dem aus. Sie versuchen halt so auf Krampf das Ding zu aktivieren, ne? Oh. Ah! Oh mein Gott! War ich blind gerade? Ah, ich hab's! Let's go! Komplette Zerstörung, Alter. Junge, war das eine geile Runde. Was war das für Scheiß, Mate? Ich schwör's dir. Nein, aber ich versteh's nicht. Die Typen haben wirklich... Nichts haben die versucht. Das Ding ist, am Anfang wart ihr so gut unterwegs, ne? Und gegen Ende wusste ich, okay, die gehen jetzt alle nur noch in einen Bereich. Und dann habe ich einen Typ gesehen, der vor meinen Augen an den letzten Schlüssel drangegangen ist und versucht hat, ihn zu blockieren. Also habe ich halt nur noch diese eine Stelle abgekämmt. Und alle sind dahin, wie einfach, die fliegen, Alter. Es ist einfach so dumm. Es ist so dumm. Ich warte extra ab. Oh mein Gott. Ey. Es war so schön. Sie wie haben mich halt wirklich, so verraten, ey. Wie kann man wirklich so dumm sein? Ich verstehe es nicht. Es ist halt wirklich einer nach dem anderen dahin gekommen. Das ist absolut dumm, ich schwör's dir, oh mein Gott. Boah, geile Mates. Let's go, Attacke! Oh, scheiße. Der ist so close hier. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Oh, er ist weggeultet.
Oh, das ist gerade so riskant. Warum mache ich das? Ach nee, du belebst den Typen wieder, der mich getötet hat. Das ist gerade so riskant. Ich glaube, der wartet einfach nur. Oh, der kommt, glaube ich. Ja. Ja, er kommt. Wegen dem Typen sind wir beide gestorben. Ja, aber es war dumm. Ich hätte es nicht machen müssen, weißt du? Ich hätte nicht zu ihm gehen müssen. Da war gerade mein gutes Herz zu gut. Naja, hat er verdient, dass er gestorben ist. Ja, ich bin halt auch gestorben jetzt. Oh. Hier ist Agito aus dem Schnitz. Mir ist bei der Szene noch aufgefallen, also mir ist natürlich bewusst, dass das mein eigener Fehler war, dass ich da sehr offen reingerannt bin und versucht, ihn hochzuheben. Das ist halt eben dieses Thema. Man muss in diesem Spiel lernen, wann man seine Freunde im Stich lassen muss, um halt eben die Mission nicht zu gefährden. Das konnte ich zu diesem Zeitpunkt halt eben noch nicht und ja, deswegen bin ich gestorben. Da greift auf jeden Fall das Sprichwort, man muss nicht schneller als der Jäger sein, nur schneller als die langsamste Beute. An dieser Stelle möchte ich nur kurz den Umstand erklären, warum das mittlerweile ein Running Gag bei uns ist. Immer, wenn mein Kollege Ada Raider spielen darf, bekommt er immer als Gegner die übelst starken Leute. Und immer, wenn ich Raider bekomme, sind das wirklich sehr krasse Anfänger und das hat sich jetzt über 8 Stunden Stream immer wieder hingezogen und deswegen wurde es mittlerweile einfach zum Running Gag von uns. Oh, gute Gruppe. Ernst? Hä? Let's go! Jetzt ein Real Talk. Jedes Mal, wenn ich Bösewicht bin, kommen Leute, die seit 12 Stunden das Spiel spielen, ohne einmal... Oh mein Gott. Ich bin da mal im Mute. So, okay. Also, Ada, unser Mitkommentator, ist dann jetzt böse. Das heißt, ihm werden wir versuchen, den Hintern zu versohlen. Das Coole ist halt, wenn man so Olong nimmt, dass man halt nicht so einfach unterscheiden kann, wer ist. Ja, bin ich mal gespannt, ob er uns das Grauen lehren kann. Bin ich denn hier? Oh Gott, was ist das für eine... so, wo bin ich? Ah, hier. Oh, die Stelle mag ich gar nicht. Ich gehe lieber in die Stadt. Wow. Alter, ich habe gerade einfach 2 Fähigkeiten gewastet. So, komm, hab einen Dragon Ball. Oh, da fliegt er. Oh oh. Scheiße. Okanena. Oh, ist er doch nicht hier? Oh, das ist gerade so kritisch. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Aber ich bin schon auf Stufe 2, das ist okay. Ah, ich kann mich auch automatisch explodieren lassen, geil. Gut, haben wir hier direkt mal den Kraftschlüssel rein. Junge, die machen ihn am Anfang schon wieder komplett rund, ne? Ich bin am überlegen, ob ich da einfach gerade wieder mit dazukommen soll. Thank you.
Ich hätte schon gern Stufe 3 und Abklingzeit, bevor ich da hingehe. Komm, bitte was Gutes. Ja, nehme ich. Okay, da haben sie schon alles gemacht. Das ist nicht gut. Okay, er hat sich zumindest mal aus dem Kampf zurückgezogen. Oh, da ist er. Hier gibt's Abklingzeit. Hier gibt's Schild. Und er haut ab. Gut. Dann gehen wir zu C. Nee. Ich gehe zu A. Fliegt nämlich woanders hin. Dann gehe ich hier runter. Zack. Dann kann ich hier weitersuchen. So wird ein Schuh draus. Ich versuche ihn einfach jetzt zu überleveln. Damit ich gleich, wenn es zum Showdown kommt, ich ihm volle Breitseite geben kann. Oh, sehr gut. Und auch ein Dragon Ball hier. Ja, da habe ich gerade auch wieder so eine Kaioken gehört. Also das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit. Also die man halt so als Dude nutzen kann einfach. Komm, hier gibt's noch. So. Okay. Wow! Scheiße. Komm schon, let's go. Lol, was ist das denn? Keine Ahnung, was das für ein Teil gerade ist. Aber ich muss hier weg. Mann, jetzt brauche ich irgendwie Abklingzeit und ich hab nichts. Scheiße, er hat das Raumschiff hochgejagt. Vorräte. Ja, ich muss zu den Vorräten, aber sowas von. Das könnte ein Gamechanger sein, wenn ich hier jetzt Abklingzeit krieg. Komm, Abklingzeit, Abklingzeit. あの、この感じだよ。みんなの電気分けてくれ。
Ja, let's go, Diddy! Ich weiß, der ist so dumm. Jedes Mal, wenn ich Boss bin, kommen Leute, die spielen können. Es ist so dumm. Es ist so schön. Ey, nein, jetzt mal Real Talk. Es ist so dumm. Jedes Mal, wenn ich Boss bin, kommen Leute, die spielen können. Ey, aber ohne Witz, es war so nice, dass ich zum Schluss noch mein Special bekommen hab, ne? Also, dass ich mich nochmal verwandeln konnte. It's a Real Talk. Hä? Jedes Mal. Ich will einfach kein Bosser werden. Weil jedes Mal, wenn ich Boss bin, kommen Leute, die spielen können. Aber wenn andere Leute bossen, kommen einfach Leute, die Level 1 sind. Schön. Ich spiel gegen Leute, die... Junge, da waren irgendwie zwei Leute Level 60 oder so. zum Glück bin ich kein Boss. Boah, 74er. Warte mal, It's Chaos. Warte mal, lol, das ist It's Chaos. Mit dem habe ich gestern gespielt. Kennt man den? Warte. Ich muss ganz kurz auf Discord gehen. Lol. Ganz kleinen Moment. Sag mir mal bitte, wenn es losgeht, ja? Mhm. Oh, jetzt hat der Werbung an. Egal. Es geht los gerade, also. Jo, perfekt. Okay, Ich liebe es. Also diese Rakete ist nicht schlecht. Es ist ein guter Ersatz, bis man diesen Kaioken-Angriff hat. Ja, der Kaioken-Angriff ist halt wirklich übelst gut. Wow. Hat irgendwie das so ausrasten können, ne? ich habe gegen einen Typen gekämpft, der war Level 2. Und ich schwör's, ich habe noch nie gegen so einen guten Typen gekämpft. Der hat alles gedodged. Das war. Oh. Fuck it. Ah, mies, ich muss mich verwandeln. Der spielt aber genauso aggressiv wie ich am Anfang. Das ist nicht gut. Ja, ist Ansichtssache. Ich weiß halt, wie ich gegen ihn spielen kann, weil das Nervigste ist, wenn die Leute einfach wegrennen. It's Chaos einfach. Kann es sein, dass man jetzt Olong schneller klettert? Keine Ahnung. Ich wurde schon wieder gesehen. Ja, nice. Ich find's super. So. Schon wieder? First Blood? Ich hab wirklich so stealthy gespielt. Nee, ich hab mich überall versteckt. Ich war wirklich richtig. Also ich weiß nicht, was dein Problem ist, wirklich nicht. Ich wurde irgendwie, der war 200, keine Ahnung, ob das Meter sind oder so. Ja. Der war 200 Meter oder so weg und hat auf einmal mich von 200 Metern angegriffen. Soll ich mal jetzt, ich gehe jetzt zu dem, Junge. Ich gehe dem jetzt richtig, jetzt ist er schon Stufe 2, schade. Siehst gerade sehr komisch aus bei mir. Oh, schon wiederbelebt von einem anderen Olong.
Ich sehe nicht, wo hier der Kraftschlüssel platziert werden muss. Da, der ist direkt neben den Häusern. Ah ja. Ach, ich komme auch hin. Ich brauche die Punkte. Boah, zu viel jetzt. Noch mit dem Haken dran, damit man noch was kriegt. Achtung! Wenn wir jetzt auf einem Haufen wären und der auf einmal diese Superattacke machen würde. Ich habe leider keine Abklingzeit. Ich habe aber Sini bekommen. Yes. Nein, ich habe nicht genug. Ach bitte, Freezer, lass mich in Ruhe. Ich bin auf Level 2. Ich habe keine Abkürzung. In Level 3. Ja, zieh dich zurück. Lauf. Ja. Ich schau wieder ab in die Stadt. Oh, er verwandelt sich. Mit den Schlüsseln läuft's auch nicht so. Oh, ich schaue jetzt erstmal ab. Das ist mir gerade viel zu heiß hier. Ein Scouter. Der ist geil, um die Überlebenden zu kriegen, aber jetzt ist schon relativ viel Zeit vergangen. Jetzt sind wahrscheinlich nicht mehr allzu viele da. Ich habe halt keine Abklingzeit jetzt. Rachenradar, richtig. Oh Gott, das mit der Hand sieht ja wirklich komisch aus. Der was? Das mit der Hand von Oolong, wie er das hält. Ja. Oh, ich spüre den. Scheiße, ja, der ist ganz nah hier. Ich weiß nicht, wo der andere Dragon Ball sein soll. Seid ihr dumm? Oh, er hat die Dragon Balls. Oder? Ich erkenne es nicht. Es wackelt zu sehr. Ich glaube, er hat die Dragon Balls. Wärst du bereit zu kämpfen? Ich hab, ich bin auf 51% leider. Ja, mit Level 2 kann ich nicht so viel tun gegen ihn, der haut mich halt. Mach einfach dein R1-Viereck, aber es muss halt ein Level 3er sein, der ihn festhält. Ansonsten ja, ich bin hau ab. Down. Ich konnte nicht früh genug abhauen. Der hat wieder jeden anderen ignoriert außer mich. Ja, Shenlong ist da. Allerdings habe ich keine Abklingzeit. Ich gucke, ob ich trotzdem irgendwie helfen kann. Oh, warte mal, vielleicht finde ich hier Abklingzeit. Nee, scheiße. Halt Level 4, jetzt musst du halt alles rausholen. Ja. Jawohl, komm. Rakete! Oh! Ich bin auch mit der Oolong-Rakete rein. Also wenn man Level 4 ist, hat man echt. Aber die ist gleich halt, der ist halt jetzt auch Level 4, ist das Problem. Ja, aber wir haben auch einen Level 4er. Und der wird halt nicht verbraucht. Pass auf, ich glaube, er ultet. Ja.
Und alle zu ihm. Wir gehen jetzt wegfinishen. Chaos, ja, Angriff, 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 Angriff. Einfach deine Special Attack. R1 Viereck. R1 Viereck. Ich bin schon lange tot. Bitte Abklingzeit, bitte, bitte. Es reicht nicht, ich hab nicht genug Zeni, nein! Der Level 4 halt auch nicht mehr lange durch. Das Einzige, was ich jetzt noch helfen kann, ist mit Raketenwerfer. Ja, Level 4 ist weg, wir haben... Ja. Scheiße. Level 3 bringt halt auch gar nichts mehr. Mhm. Naja, jetzt Chaos haut ab. Inwiefern abhauen? Komplett? Mit der, ah ne, er kämpft jetzt auf einmal doch. Oh ja. Ich brauche halt leider noch ein bisschen, bis ich mitkämpfen kann. Du kannst dich doch schon, Nein, ich bin auf 88. 89. Ach so. Nee, die kämpfen komplett. Leider zu hoch. Ich würde sagen, wenn es anders nicht geht, weil der stirbt jetzt auch wahrscheinlich, der ist halt common one-shot. Im schlimmsten Fall würde ich einfach abhauen. Nee, ich bin tot. Oh mein Gott! Ich komm oh mein auf. Gott! It's Chaos, haut mit der ja, Dings auch. Ab. Ich hau auch ab. Oh, die kommt! Geh doch weg! Los, Chaos! Los! Ja! Ja! Nice. Wir sind weg! Alter, war das knapp! Oh mein Gott! GG nice, Chaos! Nice, nice, nice. Oh mein Gott! Sehr nice die Runde gerade. Es war so knapp, ne? Es waren halt zu wenige Leute ready zum Kämpfen, als er die Dragon Balls gerufen hat. Ja. Kein Boss. Oh, geil! Let's go! Nein! Ich bin normal im Mute! Ach, scheiße. Level 9, Level 11, Level 3. Hä? Nein, nein, das ist doch unfair. Das ist unfair. Oh, schön, Leute, schön. Okay, also Black Fox und diesen Lapdog, den muss ich irgendwie wegmachen. Warte, wer war das? Okay, also Gohan in Braun und ich nenne ihn jetzt einfach Carsten in Blau. Okay, die beiden muss ich wegfokussen. Das wird ganz wichtig, dass ich die am Anfang sofort wegmache. Okay, sehr wahrscheinlich spawnen die in der Stadt. What? Die sind nicht in der Stadt gespawnt? Scheiße. Fuck, jetzt weiß ich nicht, wo ich gucken soll.
Du guckst mal hier unten. Oh. Da ist doch jemand. So. Aber ich krieg leider nicht die, die ich jage. Schade eigentlich. So, als allererstes schnell die Stadt wegjagen. Nehme ich ihnen da schon mal die Möglichkeit, gut zu grinden. Währenddem immer ein bisschen aufpassen, ob die da rauslaufen. Da sehe ich schon, wie einer rausläuft, ist nach rechts gefahren. Das heißt, da können wir jetzt direkt schon mal hingehen. Oh. Oh, da hat er gerade noch eine Kapsel rufen wollen. Oh, wer heult denn darum? Hallo Dende, gib mir einen Dragon Ball. Wie, du hast keinen Dragon Ball? Stopp! Oh, ich liebe es, Raider zu sein. Lässt du das gefälligst sein? Hallo? Ich hab den nicht umsonst gekillt? Da liegt ja noch ein Dragon Ball. Und wen höre ich denn da wieder herumstiefeln? Junge, was stelle ich da gerade bitte mit denen an? Oh, da wurde einer geheilt. Und so, okay, du passt mal bitte hier auf. Dann gehe ich mal gerade den anderen töten. Kleines Schwein, lass mich rein. Wo sind sie? Oh, hier liegt ja ein Dragon Ball. Einfach so. Ist da etwa jemand wieder am Wiederbeleben? Oh ja, da ist ja jemand am Wiederbeleben. Alter, ist das überhaupt noch legitim? Oh, da läuft gerade jemand zu C rein. Komm, lauf. Renn. Renn, renn, renn. Er muss irgendwo hier sein. Oh.
Da will jemand die Zeitkapsel aktivieren. Das möchte ich aber nicht. Oh Mann! Komm, lauf! Komm, lauf! Schneller! Oh Mann, das ist halt so mies. Oh, wo ist er hin? Oh nein! Ich hab mir entkommen lassen. Scheiße. Oh, da ist er ja! Ja, hallo! Hallo! Renn! Schön! Dein Ernst? Oh nein, er ist tot! Ich glaube, ich hatte gerade zu viel Spaß in dieser Runde. Das war wirklich... Nee, jetzt mal ehrlich. Was? Ich habe alles zerstört in dieser Runde. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ist das irgendwie so ein Fluch, dass ich irgendwie die ganze Zeit übelst krass krieg und du irgendwie so richtige Lappen? Junge, ich bin 2 Level aufgestiegen, von 12 auf 14. Alter. Ich kann nicht mehr. Ich fand die Runde geil. Ja, same.